Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Sonne, Quadrat, Pluto, ein absolut spannendes Horoskop. Ich meine, bei mir hat es, glaube ich, noch niemals ein nicht spannendes Horoskop gegeben, aber das ist besonders spannend, weil die Botschaften so klar, so leicht und so eindeutig sind. Ja, es gibt Horoskope, da habe ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt, aber der Mensch lebt nicht vom Bier allein, aber hier haben wir, würde ich sagen, eine sehr einfache, sehr klare Aussage. Wir haben hier einfach große Machtspiele aus der Ferne, jenseits der Atlantikbrücke und diesseits der Atlantikbrücke. Also hier sind jetzt heftige Machtkämpfe angesagt und das ist natürlich die ungute 31. Ja. Die 31 ist halt eben schwierig, weil von ganz oben wurde angeordnet, der Phönix will wieder alles abgebrannt sehen, damit er wieder aus der Asche aussteigen kann. Das heißt, die ganzen Wasserträgerorganisationen, die ganzen Speichellecker, die ganzen Halskrausenträger, ja, die werden jetzt alle über den Hackstock gezogen und wehren sich natürlich, ja, gar keine Frage, ist ja logisch. Ja. Die zappeln und strudeln und kämpfen, aber es wird wahrscheinlich ihnen wenig helfen. Wir sehen hier jetzt einmal, gehen wir es mal der Reihe nach aus, an, um, herein, wer auch immer, schönen guten Abend. Wir haben hier den Jupiter als Herrscher des 11. und 12. Hauses im ersten Haus, allerdings rückläufig. Und Jupiter ist natürlich deswegen sehr interessant, weil er natürlich auch der natürliche Herrscher des 9. Hauses ist und dass er mit dem 9. Haus, mit der jenseitigen Telefonzelle der Atlantikbrücke zu tun hat, erkennen wir aus dem Trigon zur Sonne in 9. Also das heißt, hier haben wir eine starke Verbindung. Das sind die Alliierten, das sind die scheinbaren Verbündeten, die natürlich hier engstens mit Geheimdiensten zusammenarbeiten. Ich fürchte nur, dass das schon Schütze gerade sind, ja ganz knapp. Ich habe auf Skorpion gerade gehofft, ist aber mehr als 20 Grad. Das heißt hier, die Alliierten, die scheinbaren Verbündeten und schlechten Freunde, die mit ihren Geheimdiensten hier sehr stark im ersten Haus, also im Bereich von Europa, Mitteleuropa, Österreich, da, na, ganz besonders in Österreich, also da ist das Schwergewicht der geheimdienstlichen Tätigkeit, nein, aber Scherz beiseite, zu Zeiten des Kalten Krieges haben sich nur im Großraum Wien über 50.000 Mitarbeiter von Geheimdiensten aufgehalten und Wien war auch die Drehscheibe des internationalen Spionagewesens. Unwesens wäre passender gewesen. Also das heißt, wir haben hier die starke Beeinflussung, ja, von den sozusagen befreundeten Staaten, die aber nicht mehr läuft, weil Jupiter ist, ein kurzer Blick genügt, Jupiter ist noch rückläufig, ja, steht nicht für Rasenmäher. Das bedeutet, hier läuft das alles nicht mehr so richtig und auch wir sehen, dass hier die Verbindung, ja, der Stadtsipaten zu den Alliierten, zu den Freunden, zu den Konzernfreunden der Freunde der Ferne, der Freunde der Berge, hier auseinandergeht. Ja. Hier, da haben wir schon den Dissoziationseffekt, die gehen schon sichtbar auseinander und hier haben wir eben jetzt den Kampf der Giganten. Hier ist eben ein unterschwelliger, gewaltiger Machtkampf hinter den Kulissen. Und wie geht es der Bevölkerung dabei? Naja, schauen wir mal. Die Bevölkerung steht mit Spitze 4. Haus im Stier auf Jungfraugraden, natürlich sehr auf Sicherheit bedacht. Spitze 4. Haus im Stier bedeutet, die Menschen wollen und brauchen Sicherheiten und mit Jungfraugraden gehen sie da auch sehr systematisch vor. Die Menschen befinden sich aber bereits im 11. Haus. Viele von uns bilden und organisieren Gruppen. Wir liegen mit unseren Wandergruppen und mit unseren Kaffeetreffen oder Bierrunden oder wie auch immer wir das nennen wollen, voll im Trend. Ja, wir liegen hundertprozentig richtig. Deswegen bitte ich auch immer wieder um Verzeihung, wenn ich so viel auf diese Wandergruppen Wert lege, die sich jetzt allmählich in Indoor-Gruppen ein bisschen formieren werden. Also ich bitte euch auch sozusagen Räumlichkeiten zu suchen oder wenn jemand ein großes Wohnzimmer hat, dass man dort vielleicht auch hier und da ein Treffen organisieren könnte. Wir finden zueinander und genau das machen die Menschen. Und natürlich ist die Venus im Schützen unglaublich auf die Wahrheit erpicht. Die Menschen wollen einfach die Wahrheit wissen. Und das steht ihnen in diesem Fall auch gut zu Gesichte, denn die Venus ist auf Löwegraden. Ja? Also das heißt, hier haben wir auch noch das nötige Selbstvertrauen und die Kraft, denn wir liegen hier doppelt feurig. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg, weil Feuer steht ja auch immer für die Wahrheit, für großen Idealismus und auch für
Umsetzungskraft. Feuer hat einfach ein starkes Potenzial. Wir sehen aber natürlich hier an der Spitze des vierten Hauses und somit, wenn du schaust, erstes, zweites, drittes, nirgendwo. Ja, ist die einzige Häuserspitzenbesetzung. Und die verheißt leider nichts Gutes. Ich meine, gut, ich muss positiv sprechen, die heißt etwas, verheißt etwas Hervorragendes, etwas Großartiges. Ja. Es bedeutet, dass die Menschen einfach nicht mehr mit so viel Besitz und Vermögen belastet sind. Habe ich das jetzt gut ausgedrückt? Also das war, glaube ich, euphemistisch genug. Mit dieser Überdosis an Euphemismus mit Vollgas in den vierten Teil. Ende.